Sehr geehrtes Publikum, ich würde gerne mit einer Frage starten. Wer von euch treibt regelmäßig Sport? Hebt bitte die Hand. Das sind einige, so viel hätte ich jetzt nicht erwartet. Hallo, ich würde gerne ein paar Wörter zu meiner Person sagen. Hallo, ich bin Ivana, ich bin 15 Jahre alt, befinde mich momentan in meinem ersten Lehrjahr als Industriekauffrau im Betrieb Rheinmetall Mann. Häufig frage ich mich, wie es denn den anderen Jugendlichen geht, neben einem Vollzeitjob noch Sport zu treiben. Mir persönlich fällt es schwer, neben der Lehre noch mich sportlich zu betreiben. Jedoch hilft es mir gegen Stress und es macht mich auch ziemlich glücklich. Und es hilft mir auch viel besser, mich in der Schule zu konzentrieren. Aber sehen wir uns nun an, wie es den anderen Jugendlichen weltweit geht. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation besagt, dass sich rund 80% der 11- bis 17-Jährigen weniger als 60 Minuten pro Tag bewegen. Aber sie sind sich jedoch der negativen Konsequenzen bewusst. Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen auch den Bewegungsmangel bei Jugendlichen auf einer globalen Ebene. Denn die tägliche Mindestempfehlung der WHO besagt sich auf 60 Minuten pro Tag. Demnach ist es wichtig, dass sich junge Menschen mehr körperlich aktiv bewegen und mehr körperliche Aktivitäten in den Alltag integrieren. Selbst bei Kindern und Jugendlichen, die Mitglieder bei einem Sportverein sind, wurde festgestellt, dass der Großteil ihrer körperlichen Aktivitäten innerhalb des Sportvereins stattfindet. Dabei bringen diese drastischen Bewegungsmangel etliche psychische Risiken, wie zum Beispiel Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Lernstörungen, Konzentrationsschwächen, Krebsrisiken, Schlaganfall und Typ-2-Diabetes. Es ist auch wichtig, dass im Allgemeinen Jugendliche regelmäßig körperlich aktiv sind, um diese Risiken zu minimieren. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Personen zwischen 18 und 64 Jahren pro Woche mindestens 150 bis 300 Minuten moderate körperliche Aktivitäten oder 75 bis 100 Minuten intensive körperliche Aktivitäten durchzuführen. Sport stärkt nicht nur unseren Körper, sondern auch die Psyche und das soziale Leben. Im Allgemeinen fördert es die körperliche, emotionale und soziale Entwicklung. Es führt zu mehr Lebensqualität und steigert die Motivation und den Ehrgeiz. Regelmäßige Bewegung erhöht die Chance auf ein längeres Leben. Ebenfalls steigert sie das Selbstwertgefühl, was den einigen Jugendlichen heutzutage fehlt. Zu viel Sport kann jedoch die Freude an der Bewegung trüben. Es ist auch wichtig, dass wir ein wenig Zeit mit unseren Freundinnen oder Familie verbringen oder ein wenig chillen. Viele fragen sich sicherlich, wie kann ich denn nun mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren? Im Alltag können wir zum Beispiel Fahrrad fahren, statt mit dem Auto zur Schule fahren. Oder einfach zur Schule gehen. Die schweißtreibenden Aktivitäten sollten wir zumindest dreimal pro Woche durchführen, wie zum Beispiel Fußball spielen oder Seilspringen. Nicht nur alleine im Alltag, sondern auch als Gruppe. Im Sportverein, im Fitnessstudio, in der Schule oder auch im Unternehmen können wir vielfältige Bewegungsformen integrieren. Zusammen ist es doch viel einfacher, den inneren Schweinehund zu wecken. Statt dass wir faulenzen, können wir zum Beispiel die nun genannten Sportarten ausprobieren. Denn es ist wichtig, dass Jugendliche eine Sportart wählen, die Motivation aufrecht hält. Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Golf, Minigolf oder Schwimmen. Mittlerweile legen immer mehr Schulunternehmen Wert auf die Gesundheit der Auszubildenden. Rheinmetall zum Beispiel hat eine Kooperation mit dem Liesinger-Turbin-Verein, wo wir regelmäßig gemeinsam Sport treiben. Aber auch in der Europahalle betätigen wir uns, körperlich bei einem oder anderen Badminton-Match.
Ich weiß, es kann im Alltag schwierig sein, den Sport mit in den Alltag einzubauen. Trotzdem bitte ich euch, schaut auf euren Körper, ihr habt nur diesen einen. Lasst das Auto stehen und fahrt mit dem Fahrrad wohin. Geht spazieren, statt mit auf der Couch mit Freunden oder Familien zu chillen. Sucht doch eine Sportart, die euch gefällt, auch wenn der Tag lang war, und legt heute noch damit los. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören.